Brief 62 vom Altvater Josef, dem Hesychasten. Die Schöpfung und der Fall des Menschen. Mein geliebtes Kind, meine göttliche und heilige Liebe, ich bete, dass es dir stets wohl ergehen möge. Achte auf das, was ich dir hier schreibe, und bewahre es sorgfältig auf. Studiere es, und ich glaube, es wird dir Nutzen bringen. Gott, mein Kind, formte den Menschen aus Erde, nachdem er alle Geschöpfe geschaffen hatte, wie in einem Garten, die Leuchten am Firmament, den Mond als Herrscher über alle Sterne der Nacht, wie ein Polyleus mit vielen Lichtern. Polyleus ist der Rundleuchter mit vielen Lichtern in der orthodoxen Kirche. Die kleinen und die großen Lichter, die den Himmel schmücken und verschönern, die Erde mit einer Vielfalt von kleinen und großen Bäumen, die wilden Tiere und das Gewürm, die Vögel jeder Größe, die dahinfliegen unter dem Himmel, die Haustiere und das Geflügel zum Gebrauch des Menschen, das Meer mit allen Arten von Fischen. All das, damit der Mensch sich ernähre davon und es bewundere. Und über alledem machte er die große Leuchte, damit sie herrsche über den Tag, damit sie alle Wesen erwärme und hege mit ihrer Wärme und mit ihrem Licht alles schön und wohlgefällig mache. Der Mensch wurde zuletzt erschaffen, als König über alles, gerufen als Beschauer des Schauspiels. O, welche Erhabenheit! O, welche Ehre für den Menschen! Alle Geschöpfe lobpreisen Gott, die Beseelten ebenso wie die Unbeseelten, die einen mit ihrer Stimme, die anderen mit der Bewegung ihrer Blätter. Jedes hat seine eigene Stimme. Selbst das kleine Gräslein, wenn du es zerdrückst, schreit auf. Der Duft, den es abgibt, ist seine Stimme. All das also, was die Heilige Schrift berichtet, alles geschah um des Menschen willen. Deshalb auch wurde der Mensch als letztes aller Geschöpfe erschaffen, damit er sehe, dass alles sehr gut war. Und sich freue und frohlocke bei ihrem Anblick. Wie nun wurde der Mensch erschaffen? Gott nahm Erde, das niedrigste aller Materialien, damit er stets demütig sei. Es gibt nichts Demütigeres als die Erde. Er entwarf das kleine irdene Häuschen, und indem er ihm seinen Atem einblies, schuf er die Seele des Menschen. Wie in vier Wände aus Lehm, mithin setzte er die göttliche Einblasung, setzte er seinen göttlichen Atem. O himmlische Erhabenheit! O, wie groß ist die Herrlichkeit und Ehre des Menschen! Er ist niedriger Lehm, doch er ist auch göttlicher Atem. Der Augenblick wird kommen, da er sich verändern wird. Erde bist du, und zur Erde wirst du zurückkehren. Genesis 3,19. Das Wort unseres Schöpfers wird sich erfüllen, doch die göttliche Einblasung, der göttliche Atem, was wird daraus? So wie die Erde zur Erde zurückkehrt, so wird auch die Seele, die die Einblasung Gottes ist, zurückkehren zu Gott. Ja, doch wie? Als sie ausging von Gott, war sie der wohlduftende Atem Gottes. Doch jetzt, ist sie es noch? Nein, sie ist es nicht. Was also wird geschehen? Reinigung tut Not. Tränen, Trauer, Schmerz. Denn du hast deinen so guten und wohltätigen Gottvater betrübt. Ihn, der dich, den Lehm, so sehr verherrlicht hat, dir seinen göttlichen Atem geschenkt hat. Die Werke der Umkehr werden dich mit seiner Gnade reinmachen. Weine daher und trauere, damit er dich wieder zurückbringe in den ersten Zustand. Und wenn du weinst mit heftigem Seelenschmerz, weil du dich gegen Gott versündigt hast und ihn betrübtest, wird dich
nach den Tränen Trost und Wohlwollen bedecken. Dann wird sich die Tür öffnen zum Gebet. Ich habe einen Menschen gesehen, der weinte und seine Tränen zurückhalten wollte, weil jemand vorbeiging. Und er vermochte es nicht, denn sie strömten mit großer Heftigkeit, so als hätte ihn jemand tödlich verwundet. Wenn das Gebet mit Schmerz gesagt wird, bringt es die Trauer hervor. Die Trauer bringt Tränen hervor. Die Tränen wiederum bringen ein reineres Gebet hervor. Denn die Tränen, wie wohlduftendes Myrrhen, entfernen den Schmutz. Und so wird Gottes Atem rein, der wie eine Taube eingeschlossen ist in den vier Wänden, gleichsam wie in den vier Elementen. Und da, sobald die Wände sich auflösen und zusammenbrechen, entfliegt die Taube sogleich zum Vater, aus dem sie gekommen war. Wir sagten, dass wir Gottes Atem sind. Da wir Verwandtschaft haben mit Gott und da Gott überall gegenwärtig ist, sind wir Gott allezeit nahe. Wir sind seine Kinder. Und da wir die Würde sehen, die er uns geschenkt hat, die Würde nämlich, sein Atem zu sein, müssen wir sorgfältig darauf achten, ihn nicht zu betrüben. Ich erblickte den Herrn, er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Psalm 16,8 nach der orthodoxen Zählweise Psalm 15,8. Da wir unseren Geist, unser Herz und unseren Leib befleckt haben durch Worte, Taten und Gedanken, haben wir nun keinen Freimut vor Gott. Wir haben kein hochzeitliches Gewand. Deshalb müssen wir uns reinigen, mit Beichte, mit Tränen, mit Seelenschmerz und allem voran mit dem Gebet, das den Menschen läutert und vollkommen macht. Das Gewand, von dem wir hören in der großen Woche zur Auferstehung Christi: Ich sehe dein Brautgemach wohlgeschmückt, o du mein Retter, doch ich habe kein Gewand, so dass ich eintreten könnte. Das ist die Gnade Gottes, die durch das schmerzensreiche, reine Gebet erlangt wird. Zuerst betet der Mensch mit der Einfachheit, die er am Anfang hat, unter Vergießen vieler Tränen. All das kommt von der Gnade Gottes, die als Gnade der Läuterung bezeichnet wird und die den Menschen fängt wie mit einer Fischangel und ihn zur Umkehr führt. Denn es ist unser Gott, der gut ist und in allem und gegenüber alle, der uns findet. Er sieht uns, er lädt uns ein. Er zuerst gibt sich uns zu erkennen. Danach, wenn er uns mit dem Myrrhen seines göttlichen Erbarmens salbt, erkennen auch wir ihn. Deshalb ist der Sinneswandel, die reumütige Trauer, das Weinen und alles, was den Bereuenden geschieht, der göttlichen Gnade zu verdanken. Es gibt kein gutes Ding, das nicht von Gott kommt, ebenso wie es kein schlechtes Ding gibt, das nicht vom Teufel kommt. Deshalb lass in dir niemals den Gedanken aufkommen, dass du etwas Gutes getan hast ohne Gott. Denn sobald du solches denkst, zieht sich die Gnade sogleich zurück, und du wirst ratlos sein, damit du deine Schwäche kennenlernst, damit du das Erkenne dich selbst lernst. Damit einer die Schwäche seiner Natur erkennt, muss er vielen und großen Versuchungen begegnen. Und durch die vielen Prüfungen wird er gedemütigt und erlangt die wahre Demut. Doch das braucht Zeit. Demut besteht nicht in bloßen Worten, indem wir sagen, ich bin ein Sünder und so weiter. Demut ist die Wahrheit, dass einer erkennt, dass er nichts ist. Nichts ist das, was war, bevor Gott die Schöpfung schuf, das heißt nichts. Dieses Nichts also ist das, was wir sind. Deine Wurzel, dein Dasein beginnt aus dem Nichts, und deine Mutter ist der Lehm. Doch dein Schöpfer ist Gott.
Was hast du, das du nicht empfangen hättest? Es ist ein großes Geschenk Gottes an den Menschen, die Wahrheit zu erkennen. Und diese Wahrheit, sagt der Herr, macht uns frei von der Sünde. Johannes 8, 32. Gott erkennen heißt schauen, denn es ist die geistige Erkenntnis, die Gott kennt, nicht die natürliche Erkenntnis. Natürliche Erkenntnis ist das Unterscheiden zwischen Gut und Böse, und alle Menschen haben sie. Doch die geistige Erkenntnis kommt von der geistigen Arbeit, zusammen mit dem Erkenne dich selbst. All dies geschieht uns aus der Gnade Gottes, mittels des Gebets. Die Gnade Gottes wird im Geist geschaut und vom Geist spürbar erfahren, einzig und allein zur Stunde des Gebets.